Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part hat uns Herr Karma eine Aufgabe gestellt. Erklären Sie mir, wer da im Boot sitzt. Das waren seine Worte und wir müssen uns jetzt eine Antwort von diesen dreien aussuchen. Welche wären der Mörder und Hammond? Ed Schiff und der Mörder. Ed Schiff und Hammond. Ja, wer könnte es denn nun sein? Wir haben uns ja Theorie bereits angestellt, dass Herr Hammond bevor diesen Moment schon gestorben ist und ihn jemand anders umgebracht hat in einem Moment vorher. Und wir müssen natürlich unsere Theorie dann weiter fortführen. Das heißt, es gibt nur noch eine Möglichkeit, die wir hätten. Das heißt, wir können jetzt eigentlich alle ausschließen, bei dem Herr Hammond dabei ist. Das heißt, der Mörder und Hammond und auch Edger und Hammond können nicht im Boot gesitzt haben. Außerdem, der Mörder und Hammond ist sowieso dumm, weil Edge hier drin sitzen muss. Das heißt, die richtige Antwort ist... Na? Kommt ihr auch drauf oder wisst ihr es nicht? Edge und der Mörder. Natürlich waren es Edge und der Mörder! Nachdem der Mörder Robert Hammond um 23.50 Uhr ermordet hatte, verkleidete er sich als Herr Hammond und traf sich mit Edge. Was? Ist das Ihr Ernst? Ja, Edgeworth wollte uns nicht sagen, warum er in dieser Nacht zum See ging. Ich habe jedoch eine Vermutung. In dieser Nacht bestellte Robert Hammond Edgeworth zum See. Edgeworth kannte Robert Hammonds Gesicht nicht so genau. Darum ahnte er nichts, als der Mörder Robert Hammonds Platz einnahm. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Lächerlich. Herr Wright, nennen Sie uns den Namen des Mörders. Der Name des Mörders? Okay, es war... Miles Edgeworth. Lotta Hart. Ich weiß es nicht. Ich kenne den Namen des Mörders nicht wirklich. Sie kennen ihn nicht? Ah, wieder verschwendete Zeit. Ich kenne ihn nicht, weil er ihn uns nie nannte. Der Mörder ist der Bootsverleiher, der alte Mann. Um 23.50 Uhr tötete er Robert Hammond. Der Bootsverleiher? Wo hat er das getan? Es waren zu dieser Zeit keine Boote auf dem See. Warum hätte er bis auf den See rausfahren sollen, um jemanden zu erschießen? Darf ich vorschlagen, dass der tatsächliche Tatort kein Boot war? Was? Nun, wo fand der Mord statt? Zeigen Sie im Gericht, wo der Mord tatsächlich stattfand. Ja, wo fand er denn statt? Können wir mal kurz durchgehen. Jetzt, das tut es ja an dem Bodenplan, kann man ja sehen, wo genau, wie das genau aussah. Früher hatte ich mir den Ort hier wirklich ein bisschen anders vorgestellt. Aber egal. Und zwar, wo könnte es denn nun sein? Natürlich der Bootsverleih, ist doch klar, ne? Oder seid ihr da jetzt nicht drauf gekommen? Die Taste war's, ne? Nimm das! Ich verwechsel immer die Tasten. Hier natürlich, im Bootsverleih, wo er lebt. Auf diese Weise konnte er sich ungesehen mit dem Opfer treffen. Einspruch. Haben Sie einen Beweis dafür, dass der Bootsverleih der Tatort war? Erinnern Sie sich bitte an Larrys Zeugenaussage. In der Nacht war er mit seinem Boot auf dem See unterwegs und suchte etwas. Er findet es und bringt das Boot zurück. Dann gerade als er nach Hause gehen will, hört er einen Schuss. Er hörte einen Schuss, euer Ehren. Obwohl er zu dieser Zeit Kopfhörer trug. Mit anderen Worten, der Schuss kam ganz aus seiner Nähe. Und wo wäre das, wenn er gerade das Boot zugebracht hatte? Der Bootsverleih! Herr Wright, was passierte in dieser Nacht auf dem Gautsee? Berichten Sie dem Gericht von Anfang an. Ja, euer Ehren. Nick, bist du dieser Sache sicher? Nicht wirklich. Aber ich glaube, wenn ich ganz von vorne anfange und langsam mache, kann ich es herausbekommen. Jetzt machen wir unsere eigene Zeugenaussage. In dieser Nacht bestellte der Bootsverleiher Robert Hammond in seinen Laden. Das war gegen 23.50 Uhr. Da wurde der Schuss abgefeuert, den Larry hörte. Danach zog der Verwalter Robert Hammonds Mantel an. Er wurde zu Robert Hammond. Dann stieg er mit Edgeworth ins Boot und fuhr zur Mitte des Sees. Aber wer hat dann im Boot die Pistole abgefeuert, Herr Wright? Miles Edgeworth, der Bootsverleiher.
Natürlich war es der Mörder, der die Pistole abfeuerte. Er schoss zweimal. Beide Schüsse trafen Edgeworth absichtlich nicht. Ein Moment. Ja? Warum sollte er zweimal schießen, wenn er gar nicht treffen wollte? Oh, Details, Details. Denken Sie daran, Herr Wright. Der Moment, in dem Ihnen die Erklärung ausgehen, ist der Moment, in dem Sie verlieren. Sagen Sie uns, warum der Mörder zweimal schießen musste. Der erste Schuss verfehlte, um einen Zeugen zu haben. Ich denke, er schoss zweimal, um einen Zeugen zu haben, euer Ehren. Einen Zeugen zu haben? Der Mörder hebt die Pistole und schießt einmal. Das stellt sicher, dass jeder, der den Schuss hört, zum See schaut. Genau das tat Frau Hart, als sie den ersten Schuss hörte. Dann. Der Mörder wartete einen Moment und schoss erneut. Dann. Springt der Mörder selbst aus dem Boot. Lässt die Pistole dabei im Boot zurück. Ich verstehe. Jemand, der vom Rande des Sees zusieht, muss den Eindruck gewinnen, dass der eine Mann im Boot den anderen erschoss. Der Mörder wusste natürlich nichts von der automatischen Kamera. Darum erschoss er zweimal, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Sobald man das weiß, fügt sich alles andere ins Gesamtbild. Der Verwalter des Verleihs schwamm zurück zu seinem Laden. Dann zog er die Leiche von Herr Hammett den nassen Mantel wieder an und warf den Körper in den See. So ist es passiert, euer Ehren. Dies sind die Ereignisse, die in dieser Nacht am Gauzee stattfanden. Damit haben wir unsere eigene Zeugenaussage geschafft. Oder zumindest unsere eigene Aussage. Gerichtsdiener, bringen Sie den vorherigen Zeugen herein. Den Bootsverleiher, schnell! Sehr gut. Während wir auf den Bootsverleiher warten, möchte ich dem Angeklagten Miles Edgeworth einige Fragen stellen. Herr Edgeworth, bitte treten Sie in den Zeugenstand. Herr Edgeworth, Sie haben gehört, was die Verteidigung zu sagen hatte? Ja. Nun, warum waren Sie in dieser Nacht am See? Was Wright gesagt hat, stimmt weitgehend. Erstaunlicherweise. Ja. Vor einigen Tagen erhielt ich einen Brief. Der Brief war mit Robert Hammett unterschrieben. Er bat mich, um Mitternacht des Weihnachtsvorabends zum Bootsverleih am See zu kommen. Er habe eine sehr wichtige Sache zu besprechen. Etwas Wichtiges? Es tut mir leid, ich kann nicht sagen, was es war. Euer Ehren! Gerichtsdiener, wir halten hier ein Verfahren ab. Seien Sie bitte still, während... Der Zeuge ist verschwunden, er ist auch nicht beim Bootsverleih. Was? Was soll ich tun? Finden Sie ihn! Schnell! Wir können ihn nicht entkommen lassen! Herr von Karma, Ihr Zeuge ist verschwunden! Ein Fahndungsbefehl wurde bereits erteilt. Es ist klar, dass unter diesen Umständen kein Urteil gefällt werden kann. Ich werde die Verhandlung auf morgen vertagen, dem letztmöglichen Prozesstag. Ich warte, dass die Polizei mit ganzer Macht nach diesen Zeugen sucht. Habe ich mich klar ausgedrückt? Eines noch. Wer ist dieser Bootsverleiher nun eigentlich? Ich denke, dass seine Identität jetzt sehr wichtig für dieses Verfahren ist. Ich will wissen, wer er ist. Nun gut, die Sitzung ist geschlossen. Wir haben tatsächlich noch einen Tag für uns geholt. 27. Dezember, 13.22 Uhr. Bezirksgericht. Angeklagtenzimmer Nummer 2. Juhu, Nick, du hast es geschafft! Ja, nun zumindest sind wir diesen Schuldspruch losgekommen. Und Larry, das war mal was anderes. Sogar von Karma wusste nicht, was er mit seiner Aussage anfangen sollte. Larry hat uns wirklich geholfen. Sicher, nachdem ich seine einmaligen Erinnerungen sortiert hatte. Trotzdem, er hat uns gerettet. Ich wünsche mir nur, dass unsere Fälle nicht immer alle auf Messerschneiden stimmen. Ich weiß, was du meinst. Manchmal habe ich das Gefühl, man würde uns den Prozess machen, nicht den Mandanten. Herr Edgeworth. Herr Edgeworth? Hä? Haben Sie etwas gesagt? Gucken Sie doch nicht so gequält. Ich meine, es sieht doch so aus, als würden Sie wohl vom Haken kriegen. Als würden wir Sie wohl vom Haken kriegen. Sie könnten ein bisschen lächeln. Entspannen Sie sich. Es tut mir leid.
Aber ich befürchte, für mich ist es noch nicht vorbei. Was meinen Sie? Right. Es gibt da etwas, das mich seit einer langen Zeit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen erzählen soll. Edgeworth? Nein, es bleibt mir noch wenig Zeit. Ich will es Ihnen erzählen, mein Gewissen erleichtern, aber... ich kann mich nicht entscheiden. Worum geht es, Edgeworth? Ein Albtraum, den ich hatte. Die Erinnerung an ein Verbrechen, das ich begangen habe. Ein Verbrechen, das Sie begangen haben? Die Erinnerung an einen Mord. Fortsetzung folgt. Tja, nach 10 Minuten kann ich sowas nicht machen. Ich muss doch weitermachen. Pech gehabt, habe ich wohl. Hoffen mal, dass es in den anderen Teilen besser klappt, mit den Fortsetzungen folgt. 27. Dezember, 14.11 Uhr, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Wovon hat der Edgeworth gesprochen? Von der Erinnerung an ein Verbrechen, das ich begangen habe. Die Erinnerung an einen Mord. Glaubst du wirklich, Edgeworth tötete? Nein, das glaube ich nicht. Nicht Edgeworth. Ihm plagen in letzter Zeit einige schmerzhafte Erinnerungen. Aber auf keinen Fall hat er jemanden umgebracht. Auf keinen Fall! Nick! Jo, wie geht's euch? Was sagt ihr zu meiner Leistung heute? Ich habe euch zu Ekstase gebracht. Was, Maya? Ekstase? Mich? Oh ja, ich fühle noch, wie mir ganz schwindelig wurde. Na klar, sag's schon. Es war wie Liebe auf den ersten Blick, oder? Oder, Nick? Hä? Nun, vielleicht hat mein Herz für ein oder zwei Schläge ausgesetzt. Ich glaube, du könntest etwas mehr Begeisterung zeigen. Komm schon, ich habe Edgeworth da drin gerettet, Kumpel. Ihr solltet euch vor mir verneigen, oh ja. Verneigt euch vor eurem Helden. Verneigen? Bist du verrückt? Ja, die Stimme von ihm kriege ich sowieso nie hin. Ich weiß nie, wie ich die spreche, sondern spreche die nochmal anders. Larry, du hast uns beim Prozess heute aus der Klemme geholfen. In der Tat! Wärst du nicht da gewesen, Larry, wäre euer Edgeworth schuldig gesprochen worden. Hahaha. Aber im Ernst, Nick. Diesen Bootsverleiher finde ich ziemlich verdächtig. Edgys Kopf ist noch nicht aus der Schlinge. Verdirb uns nicht die Stimmung, Larry. Hey, ich bin nur ein einfacher Zuschauer, klar. Aber von meinem Platz aus schien Edgy ziemlich nervös. Ich meine, woher willst du wissen, ob er über diese Nacht die Wahrheit gesagt hat? Nick? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, ich glaube an euch beide bis zum Ende. An uns beide? An Edgeworth und... Wen noch? Du meinst mich, oder? Nicht doch, er meint mich, oder Nick? Ja, dich, Larry. Nicht mich? Aber warum Larry, Nick? Hä? Eigentlich hat sie recht. Warum ich, Nick? Jetzt hast du lang genug geschwiegen. Edgeworth. Nick, warum vertraust du Edgeworth und warum vertraust du Edgeworth so sehr? Ich meine, er hat sich in letzter Zeit ziemlich verändert. Aber als wir ihn zum ersten Mal trafen, war er ein ziemlicher Idiot, nicht wahr? Du kanntest ihn damals eben noch nicht. Damals, als er noch Verteidiger werden wollte. Moment mal. Meinst du damals, als ihr noch Klassenkameraden wart? Ja. In der Grundschule. Sie rettete mich. Miles und Larry. Sie retteten mich und ich hab's nicht vergessen. Darum bin ich Strafverteidiger geworden, weißt du? Was? Hey, Larry, wovon redet er da? Entschuldigung. Ich hab's echt vergessen. Na gut, Nick, raus damit. Ich werde es erfahren, definitiv. Schon gut. Das ist aber eine lange Geschichte, also mach's dir gemütlich. Es war Frühling und wir waren in der 4. Klasse. Ich stand vor Gericht. Ein Klassengericht. Ein Klassengericht? Das Schulgericht. Und jetzt erfahren wir eine Geschichte, die wirklich toll ist und die uns mehr über Phoenix Wright, Larry Butts und auch Miles Edgeworth erzählt. Macht euch gemütlich, es geht jetzt los. Erinnerst du dich, Larry? Frühling, 4. Klasse? Einem Mitschüler war das Essensgeld gestohlen worden. Essensgeld? Unsere Schule war ziemlich klein. Jeden Monat brachten wir Schüler einen Umschlag mit Geld für das Mittagessen. Ah, ich verstehe.
Jedenfalls war der Umschlag dieses Schülers verschwunden. Daran waren noch $38. Oh, jetzt wo du es dir sagst, erinnere ich mich wieder. Ich kann verstehen, warum du es vergessen hattest. An dem Tag warst du nämlich gar nicht in der Schule. Jedenfalls wurde der Umschlag während dem Sportunterricht gestohlen. Ich war erkältet, also ging ich an dem Tag nicht in die Sportstunde. Ich war als einziger nicht im Unterricht. Also dachten sie, dass du es warst? Ja, die anderen Schüler wollten ein Schulgericht. Gericht? Also gab es am nächsten Tag ein Klassengericht. Ich war der Angeklagte. Ich war's nicht. Schuldig, er war's. Schuldig, du warst es. Dieb, gib mir mein Geld zurück. So ein Fiesling. Keiner soll mehr mit dir spielen. Gib zu, dass du es warst. Die Wahrheit kommt sowieso ans Licht. Gib auf. Wir spielen nie wieder mit dir. Er wird aus der Staffel ausgeschlossen. Her mit den 50 Cent, die ich dir geliehen habe. Hast du neulich die Bank überfallen? Phoenix, jetzt weißt du, dass man kein Geld stiehlt. Es ist falsch. Am Ende glaubt sogar mein Lehrer, dass ich es gewesen bin. Entschuldige dich bei deiner Klasse, Phoenix. Ich wusste nicht mehr, was los war. Ich war am Boden zerstört, ich konnte nicht aufhören zu weinen. Alle starrten mich an, als wäre ich es gewesen. Ich versuchte mich zu entschuldigen, ich ging zu dem Jungen rüber. Da passiert es. Einspruch! Er brauchte nicht zu entschuldigen. Das Einzige, was vor Gericht zählt, sind Beweise. Nichts anderes. Ihr solltet euch alle schämen. Ihr Amateure. Miles? Das Bild sieht doch mal geil aus. Du hast mein Geld nicht gestohlen, nicht wahr? Nein. Dann brauchst du dich auch nicht zu entschuldigen. Alle haben dich angeschrien, dass du es getan hast, aber keiner hat einen Beweis. Darum, euer Ehren, ist dieser Junge unschuldig. Aber Miles, es war dein Geld, das gestohlen wurde. Ja, genau, es war deins, er hat's getan. Wir brauchen keine Beweise, sag ihm, er soll sich entschuldigen. Haltet jetzt endlich eure Klappe. So läuft es doch immer. Die Meute tut sich zusammen und sucht einen Schuldigen. Stellt euch vor, wie sich das anfühlt. Er hat gesagt, er hat es nicht getan, also hat er es auch nicht getan. Na schön, ich werde das Geld selbst ersetzen. Das Klassengericht ist vorbei. Ein kleiner Leck. So war es. Danach waren wir drei Freunde. Wow, ich hatte keine Ahnung. Ja, ich hatte auch keine Ahnung. Ich meine, ich hab's vergessen. Damals begriff ich, was es bedeutet, allein zu sein. Vollkommen allein, ohne einen einzigen Freund auf der Welt. Das war eine gute Sache, Larry. Ja nun, ich hatte bloß Glück, dass ich an dem Tag nicht in der Schule war. Wäre ich dort gewesen, hätten sie geglaubt, dass ich es war. Ich hab's also persönlich genommen, verstehst du? Ist was faul, was der Watz. Edgeworths Ziele. Edgeworth und ich redeten nach dem Klassengericht miteinander. Da erfuhr ich, dass sein Vater Strafverteidiger war. Ich erinnere mich, dass seine Augen glänzten, als er mir von dem Vater erzählte. Ich werde auch einmal ein Strafverteidiger, genau wie mein Vater. Ein berühmter Strafverteidiger. Dann, ein paar Monate später, wechselte er auf eine andere Schule. Der Fall DL-6. Richtig, ich glaube, der Wechsel hing mit dem Tod seines Vaters zusammen. Das ist richtig traurig. Erst ein paar Jahre später stolperte ich wieder über Edgeworths Namen. Es gab einen Artikel über ihn in der Zeitung. Die Überschrift war so etwas wie dunkler Verdacht gegen Staatsanwalt des Teufels. Beweismanipulation, Zeugenmanipulation, Faktenverschleierung. In dem Artikel stand, dass er alles für einen Schuldspruch täte. Alles. Aber warum? Was passiert? Ich meine, das ist nicht Edgy, den ich kannte. Genau das dachte ich auch. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich versucht habe, Kontakt zu ihm aufzubauen. Er hat nie geantwortet. Ich schätze, er wollte seine alten Freunde einfach nicht sehen. Ich konnte es einfach nicht so hinnehmen. Ich wollte mich mit ihm treffen, um zu erfahren, warum er so geworden ist. Da fiel mein Entschluss. Warte, du meinst doch nicht... Darum bist du Verteidiger geworden? Um Edgeworth zu treffen? Ich wusste, wenn ich Anwalt würde, würden wir uns treffen. Ob er wollte oder nicht. Vor Gericht. Edgeworth glaubte damals an mich und ich glaube an ihn. Er leidet und niemand ist auf seiner Seite. Ich kenne als einziger den wahren Edgeworth. Ich bin der Einzige, der ihm helfen kann. Oh, Nick. Also deshalb hast du mir umsonst aus der Klemme geholfen? Oh.
Ich habe dir geholfen, weil ich an dich glaube. Aber ich habe nie gesagt, dass ich es umsonst mache. Oh, Nick! Wir müssen Edgeworth retten, und wenn es das Letzte ist, was wir tun, klar? Klar. Es könnte gut sein, dass... Zunächst ist da der alte Bootsverleiher. Wir müssen herausbekommen, wer er ist und was es mit ihm auf sich hat. Versuchen wir es erstmal mit dem Wer. Ich schätze, ich kann ein paar Beweise ablegen, die ich nicht mehr brauche. Na gut, los geht's. Was haben wir denn jetzt abgelegt? Ich sehe, wir haben so einiges abgelegt, glaube ich. Was haben wir denn noch? Wir haben noch die Anwaltsmarke, den Roberts Autopsiebericht, das Foto vom See, Misty Face Foto, den Umgebungsplan, Pistolenkugel, Pistole, Metalldetektor. Metalldetektor. Den brauchen wir noch. Ganz bestimmt. Den Papagei? Ja gut, doch, der könnte noch was mit dem. Der hat ja noch was mit dem Mann zu tun, von daher. Der DH-6-Akt war sowieso. Und das Foto von Edgeworths Vater. Ah. Wenn man als kleiner Junge damals mit dem Fahrstuhl sitzt, mit einem Verrückten und seinem Vater und der dann erschossen wurde. Man sieht ihn dann so da vor Augen, jetzt muss doch... Ah, schlimm muss das sein. Gut, dann bewegen wir uns mal weiter. Wir müssen... Oder ich würde jetzt erstmal wieder zum Edgeworth gehen. 27. Dezember. Strafanstalt. Besucherraum. Sie sehen grimmig aus, wie immer. Edgeworth, ich kenne inzwischen die Geschichte vom Klassengericht. Klassengericht? Was meinen Sie? Sie erinnern sich nicht mehr daran? Nein, tue ich nicht. Ihr Essensgeld wurde doch gestohlen, oder? In der 4. Klasse. Essensgeld? Oh, richtig. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Nick, du bist wohl der Einzige, der sich da richtig dran erinnert. Nur wahrscheinlich, weil es nur mir richtig viel bedeutete. Herr Edgeworth, wussten Sie das nicht? Dieses Gericht war der Grund dafür, dass Nick Strafverteidiger wurde. Hä? Lächerlich. Mann, danke! Das heißt, es hört sich wie alles an, was Sie tun. Sie haben sich kein bisschen verändert, nicht wahr, Wright? So einfach, zu einfach. Nun, vielleicht ja, aber ich glaube, Sie haben sich so sehr verändert, Herr Edgeworth. Vielleicht. Gut, mit Herr Edgeworth werden wir dann im nächsten Part weiterreden. Tschüss.